Alles klar. Wenn es denn sein muss. Ich habe eine Routine eingebaut, die deinen Bekanntheitsgrad misst. Diese Anzeige zeigt dir, ob du berühmt-berüchtigt bist oder inkognito. Das zeigt dir, wie vorsichtig du sein musst. Außerdem kannst du sehen, ob dein Bekanntheitsgrad Teil von Ezios Erinnerungen ist oder nicht. Ich mach den da kennen. Dazu, fass ihn, dort! Wo rennst du denn hin? Vorwärts! Ja! Ah, gesehen. Ich verliere ihn. Willst du jetzt ernsthaft hier hoch? Komm, Freundchen. Wir wollen doch nur reden. Ja, dann komm doch her und rede. Komm her und red mit mir. Ja, da! Packt ihn! Och Mann, ernsthaft? Ich muss ihn verpissen. Schnallt mich bitte aus dem Spiel. So, jetzt aber. Gar nicht. Ich bin anonym. Anonym. Ich bin frei. Habt ihr gesehen, was vorgefallen ist? Willst du meine Narbe sehen? Die hab ich von genauso einem Stronzo wie dir. Hat mich mit einem Nagel geritzt, als ich ihn an einen Baum nagelte. Nicht in dieser Gruppe. Leck mich doch. Nehmt euch nicht wie ein Idiot. Was für ein Schwachkopf. Also, du hast von der verlorenen Ernte da drin. Alter. Boah, das Bekanntheitsgrad ist ja mal mega. Strange. Willkommen zurück, Ezio. Wart ihr erfolgreich? Ja. Mutter? Ezio, wo warst du nur? Weg. Sie wollten uns nicht gehen lassen. Und Mutter, ach, sie hat kein Wort gesprochen, seit wir das Haus verließen. Oh je. Vater wird einiges klären müssen. Wo ist Vater? Und Federico? Und Petruccio? Ja, da war was. Es ist was passiert. Was meinst du? Nein, unmöglich. Claudia. No, 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 no. Ich tat alles, was ich konnte, Piccina. Oh je. Hör zu, jetzt ist nur wichtig, dass wir uns in Sicherheit bringen. Aber dafür musst du dich zusammenreißen. Verstehst du? Gut. Passt du für mich auf Mutter auf? Nicht schlecht. Dann sind wir bereit. Nochmals danke für alles. Passt auf, Ezio. Bleibt wachsam. Ich glaube, euer Weg wird ein langer sein. Ja, das glaube ich auch. Ich habe einen langen Weg vor mir. Okay. Anschließend. Was? Die Familie aus Florenz heraus eskortieren. Also. Richtet immer weiter her, schlagt Tyrannen Köpfe ab, legt Räuber, Schinder, verpiss dich! Ein für alle Mal ins Grab. Weg hier! Edelmänner, hebt den Humpen auf den. Hey, Hände weg! La 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 la. Gut, dass es verstanden hat. Salute, come state? Va bene, e tu? Hab ich was geklaut? Nee. Pflege für alle. Oh. Achtet unseren Auserwählten, den Helden unserer Stadt. Und wer ihm in die Quere kommt, kriegt Dresche, und zwar satt. So ist recht. Und jetzt ver... Aber piss dich. Euer Loblied. Salut, ihr Boy. Keine Sau braucht mein Loblied. Ah,
Das habe ich getan. Hab betrachtet unseren Auserwählten. Alter. Wartet. Uno momento. Schöne enge Hose. Bleib dran. Buongiorno. Leider geht's. Der ist vom Affen gebissen worden. Ja, zufällig. Buongiorno, ihr Stronzos. Hä? Ist da drin oder was? Piss dich. Doch sein starker Arm. Lo, nein. Pardon, ich wollte nicht respektlos sein. Mädels, wie sieht's aus? Wollt ihr euch ein bisschen was dazu verdienen? Du hast hier nichts zu suchen, du Hund! Ist zufällig ein Mann, der auf Spaß aus ist, oder? Müsst ihr mal abspannen. Geil. Nicht schlecht. Okay, geh mal, komm. Ihr zwei Süßen könnt eigentlich... Ah, ne, ihr bleibt dabei. Bleibt mal hier. Wie konnte uns das nur passieren? Ich weiß nicht. Süß, wie die mitgehen. Wann können wir nach Hause? Ich weiß nicht. Los, kommt. Die Prostituierten sind unsere Freunde. Mädels, aufschließen. Fein. Weil ich möchte mit euch gerne wieder zurück. Mir nach. Was passiert mit unserem Haus? Ich weiß nicht. Wurden Sie... Hatten Sie ein anständiges Begräbnis? Ja. Nein, Sie. Gar nicht. Arrivederci. Was ist? Wow. Sequenz 2 beendet? Was? Ich glaube, der Animus spackt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Animus spackt. Oh, der spackt ziemlich arg. Hui! Toskana, 1476. Ah, die gute, schöne Toskana. Mit den schönen Bäumen, schöne Stadt, schöne Grasse und die Auditore. Wir sollten nah sein. Grazie a Dio. Ja. Bleib dran. Oh nein, ich habe keine Ahnung. Los, rennt. Renn, Mutter, renn. Renn, Mutter, renn. Buongiorno, Ezio. Ernsthaft. Wie kannst du Florenz verlassen, ohne dich richtig zu verabschieden? Ezio. Was willst du, Vieri? Oh, so viele Dinge. Einen größeren Palazzo, zwei neue Hengste, eine hübschere Braut. Oh, ach ja, und dein Leben.
Für den Verlust deines Vaters und deiner Brüder. Was wird nun geschehen, wo dir keiner mehr helfen kann? Ich habe wunderbare Dinge mit deiner Mutter und deiner Schwester. Ey! Ey, bist du eigentlich dumm oder was? Das wird mir zu langweilig. Erledigt ihn! Und ja. Schont die Frauen nicht. Komm doch! What the fuck? Was ist das für ein Zauber? Keine Zauberei, Junge. Können. Zeigt euch jetzt! Wie du willst. What the fuck? Hier, benutzt das. Tötet sie! Tötet sie alle! Haha, den mag ich. Ah, wo willst du hin? Laju, da! Guter Versuch! Die Geweihte werden schon bald die Pferde zerstücken. Pissnelke, weg von meiner Schwester! So nämlich nicht! Und nicht in diesem Ton! Und überhaupt, wer bist denn du da? Buyaka! Servus. Ich schulde euch Dank. Behalte das Schwert, Ezio. Kenne ich euch von irgendwoher? Erkennst du mich nicht? Ich bin's, Mario. Nein. Okay, Mario. Zu viel Zeit ist vergangen, Neffe. Viel zu viel. Ich hörte, was in Florenz passiert ist. Furchtbar. Komm, bringen wir euch hier weg. Das klingt gut. Der Onkel Mario, eh? Wo ist der Onkel Mario? Onkel Mario! Onkel Mario! Onkel? Onkel? In casa dolce casa. Home sweet home. Zusammen mit Mario die Villa Auditore erkunden, okay. Also, erzähl mir alles. Sie haben es Vater war wegen einmal. Verrates gehängt. Achso. Federico und Petruccio auch. Dann wollten sie mich. Weißt du warum? Ich habe keine Antwort, Onkel. Nur eine Liste mit Namen von einem Mann, der meinen Tod wollte. Ja. Ich kann einfach nicht glauben, dass sie tot sind. Keine Sorge. Wir geben ihren Toten einen Sinn. Hätte ich nur auch so viel Zuversicht. Komm schon, halt Schritt. Wir sind fast da. Was heißt halt Schritt? Ich bin schneller. In Monte Rigioni wird dir gefallen. Ich dachte, Monte Rigioni wäre ein Feind von Florenz. Jetzt. Nächstes Jahr wieder Freunde. Das Jahr danach wieder Feinde. Und so weiter. Mario Auditore, Beruf, Condottiero, Adeliga. Mario, wo ist mein Scroll? Ai, caramba. Mario Auditore, patrouilliert zusammen mit anderen Condottieri den Freischafführern durch die toskanische Landstriche. Er spielte bei der Schlacht von Acciari eine entscheidende Rolle. So machte er Micheletto Antetolo auf mehrere Staube Wolke über der Straße aufmerksam, die einen Überraschungsangriff der mailändischen Truppen ankündigen. Dank Mario wurde der Angriff von Bosa vereitelt und die Florentiner gewannen die Schlacht. Auch wenn Mario in Acciari auf florentischer Seite stand, so setzte er sich die meiste Zeit seiner Karriere für die Interessen seiner Heimatstadt Monte Rigioni ein. Er brachte die florentischen Versuche zu Fall, toskanische Gebiete zu erobern. Während Mario jüngerer Bruder Giovanni im Jahre 1454 nach Florenz zog, um seine Karriere als Bankier zu verfolgen, blieb Mario in der Familie Villa in Monte Rigioni. In einem Brief an Giovanni sagte er, dass er es vorziehe, wie ein Mann eine Waffe zu führen, statt Bücher und Bilanze. Ich komme nicht mehr mit, also versuche ich es gar nicht. Das okay. sind ehrliche, hart arbeitende Leute. In den Läden gibt es vielleicht nur einfache Dinge, aber dafür gut gemacht und verlässlich. Hier ist auch eine Kapelle. Der Priester scheint sehr nett zu sein, aber ich war noch nie ein Mann des Glaubens. Wusstest du, dass die Villa Auditore fast 200 Jahre alt ist? Sie ja. wurde von meinem Urgroßvater erbaut. Ehrlich? Ein seltsamer Mann mit vielerlei Geheimnissen. Halte deine Augen offen, vielleicht entdeckst du ein paar davon. Wer weiß. Wegen der ständigen Kämpfe fehlt dem Ort leider ein wenig der letzte Schliff. Ich wünschte, ich könnte etwas tun.
aber ich habe einfach weder Zeit noch Geld, um es reparieren zu lassen.